Herzlich willkommen zum heutigen Livestream am 2. Februar 2021. 11 Uhr live heute Boxen bei den Taibans Mannheim. Die Taibans Mannheim sind ein Kampfsportverein. Wir machen Muay Thai und hauptsächlich und Boxen. Das heißt, wir haben eine Boxabteilung und deswegen heute hier eine Boxstunde für euch, mit euch. Wir haben natürlich ein bisschen Schwerpunkt Grundlagentraining, weil wir im Moment noch nicht hier im Gym trainieren können. Deswegen wird natürlich alles quasi am Bildschirm stattfinden. Wie immer zum Anfang, Safety first. Das heißt, keine Übungen machen, die ihr nicht könnt. Erstmal anschauen im Zweifelsfall und dann nachmachen. Ihr müsst auch nicht gleich machen. Dieser Stream wird auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr könnt die Trainingseinheit dann immer noch mal mitmachen, beziehungsweise euch die Übung dann auch noch mal angucken. Für alle anderen, denen es langweilig ist, wenn ich zu viel laber, weil ich immer wieder von vorne anfange, die können in der Zeit, wo ich irgendwas erzähle, was jetzt keine Übungserklärung ist, natürlich Liegestützen oder Burpees machen, kein Thema. Ansonsten fangen wir jetzt direkt an mit einer typischen Aufwärmübung im Boxen und das ist das Seilspringen. Wer kein Seil hat und gar nicht Seilspringen kann, der kann alternativ dazu Skipping machen. Das sieht so aus, einfach auf der Stelle laufen und die Fäuste vom Kopf weg. Wichtig ist dabei einfach schulterbreiter Stand halten. Ja, zack, 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 zack. Alle anderen, die ein Seil haben, sowas ähnliches, auch mal ausprobieren wollen, was noch nie gemacht haben, wir fangen ganz langsam an. Das heißt, jetzt erstmal 4 Runden Seilspringen. Seil ist ungefähr Hüfthöhe und dann einfach überspringen. Einfach auf der Stelle dazu laufen, locker entspannt, aus dem Handgelenk heraus arbeiten und wenn ihr einen Fehler macht, egal, anfangen, weitermachen. Am Anfang bleibt man halt 10 Mal hängen oder 20 Mal und das wird dann halt mit der Zeit immer weniger. Und irgendwann mal läuft es dann schön rund und entspannt. Wie gesagt, sich sowas anzugucken, macht lieber mit. Entweder Skipping oder eben Seilspringen. Wie gesagt, Fehler sind egal, einfach wieder anfangen. Thank you.
kurz weglegen und einfach mal machen. Zum Seil. Und wieder loslegen. Und jetzt versucht mal in 3 Minuten einfach durchzuspringen und so wenig Fehler wie möglich zu machen. Immer wieder neu anfangen. So langsam wie nötig, vollkommen egal. Keiner zu sehen. Und jetzt Skipping auf der Stelle laufen. Wichtig ist immer schulterbreiter Stand halten. Und wieder ans Seil. Und nochmal eine Runde frei, schön locker, entspannt und versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen.
Und wenn das ganz gut läuft, dann kann man einfach zum Beispiel ein bisschen schneller machen. Ja, das muss nicht fancy sein am Anfang. Vor allen Dingen am Anfang. Ja, einfach basic, basic, basic. Das schließe ich auch vor allen Dingen Warm-up und koordinativ auch so schon ganz schön spannend und fordernd. Aufbauen kann man dann immer, aber erstmal muss es gut funktionieren. So gut Zeit lassen, bevor wir irgendwelche anderen Sachen ausprobieren. Doppelsprünge und so ein Zeug. Wichtig ist immer aus dem Handgelenk heraus. Und jetzt einfach mal Ausfallschritte nach vorne. Wichtig ist immer, den Fußball stabil auf dem hinteren Fußball, natürlich vorne auf dem vorderen. Ja, einfach Ausfallschritte. Und noch eine Runde Seilspringen. One more round. 4 Runden ist die gute Zahl. 3 ist okay. 5 auch okay. Kann man auch 10 Runden machen. Alles cool. Aber wir wollen noch was anderes machen heute. Deswegen belassen wir es mal bei 4 Runden. Vorwärts, rückwärts laufen, ja, seitwärts schwieriger, drehen, alles Variationen, 1000 Millionen Variationen, lernt ihr alle hier im Gym. Oft ist es so, je länger man das dann macht, 1. Runde okay, 2. Runde okay, aber in der 3., 4. wird man dann so ein bisschen unkonzentriert. Gerade dann versuchen, Rhythmus zu halten, möglichst wenig Fehler zu machen. Das ist beim Boxen auch. Ja? Kleiner Fehler rächt sich. Kleiner Fehler, boom, liegt gerade drin. Kleiner Fehler, boom, K.O. Deswegen, auch wie beim Seilspringen, erst exakt arbeiten und möglichst wenig Fehler machen. Und Fehler beim Seilspringen, die rächen sich nicht. Fehler beim Boxen, die rächen sich. Im Sparring, im Kampf. Und diesen Tempo machen.
geht's los. Wir machen das jetzt beim Techniktraining 100% korrekt, wenn wir dann nachher locker stehen und es dann ungefähr passt. Weil unsere Biologie, einer steht halt lieber ein bisschen breiter, der andere ist größer, der kann ein bisschen enger stehen. Whatever. Ja? Aber schulterbreiter Stand, Füße zeigen nach vorne, wir stehen locker in den Knien und das Gewicht ist auf den Fußballen vorne. Also stehe ich auf dem ganzen Fuß, schon gar nicht in Rückenlage, sondern auf den Fußballen. Körper ist gerade, Hüfte ist gerade, Kinn unten, zentral. Kinn deckt Kehlkopf. Faust, vordere Faust, Augenhöhe, hintere Faust, Jochbein. Ja? Hopp, das ist die Kampfstellung. Zack, zack, zack. Ja, in der können wir uns bewegen, müssen wir nicht. Ja? Können wir auch ganz was anderes machen. Aber wenn wir boxen wollen, machen wir es aus der Kampfstellung. Offensiv oder defensiv, das heißt blocken und so weiter. Gut. Dafür machen wir jetzt eine Übung. Sieht ganz einfach aus. Einfach ein bisschen auf den rumhüpfen. Ich sage jetzt, boom, in die Kampfstellung. Jetzt, Kampfstellung. Und dann überprüfen, Hinterfuß gerade, Vorderfuß gerade, Kinn unten, alles klar, Jochbein, Augenhöhe. Ja, all los. Wir gucken, ein bisschen rumspringen auf dem Fußball. Jetzt! 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 Weiterarbeiten, Timer egal, auf den Fußball bouncen. Jetzt. Wir können auch die Auslage wechseln. Jetzt geht's mal. Man kann hochspringen, das ist aber nicht sehr ökonomisch. Besser ist es vor und zurück, wenn wir das Distanz überbrücken, ja? Und nicht die Energie hier nach oben verschwenden. Zur Aufwärmen, alles cool. Ja? Aber so ist es spannender. Jetzt. Jetzt. Noch drei Minuten. Und ihr merkt schon, dieses Rumgehüpfe ist gar nicht so ohne. Aber wichtig ist, wirklich aus der Wadenmuskulatur arbeiten. Jetzt. Jetzt.
schön am Körper lassen, ja, hier eng. Schön auf dem Fußboden bleiben. Jetzt, das ist das Einzige, wo wir stehen. Ja, nur hier stehen wir. Schön Schrittstellung. 1, 2, Fußlänge. Ja, und hüpfen. Jetzt. 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 Oh, wieder hüpfen. Kann man auch eine Rettungslage machen. Ja? Auch hier. Kampfstellung. Normale Schrittstellung. Oder so ein bisschen schaffen. Kein Problem. Jetzt. Ihr könnt links vorne stehen, ihr könnt rechts vorne stehen, so wie es für euch am besten anfühlt. Am besten könnt ihr in beiden Auslagen stehen und kämpfen. Ja, Fuß frontal, alles klar, Schrittstellung. Jetzt nochmal überprüfen. Vorderfuß frontal, locker in den Knien, Hüfte gerade, Kinn runter, Ellenbogen am Körper, Jochbein, Augenhöhe. Ja, Rücken gerade, schön entspannt stehen. Und hüpfen wieder. Jetzt hüpfen. Alles locker, flüssig auf den Beinen. Ja. Jetzt. 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 Nochmal hüpfen. Jetzt. Nochmal hüpfen. Alles auf dem Fußball. Jetzt. Jetzt. Saubere Kampfstellung. Gut. Erste Technikübung für heute. Sieht folgendermaßen aus. Aus der Kampfstellung können wir uns bewegen. Mit Steppen. Das heißt, wenn wir nach vorne gehen, vorderer Fuß. Wenn wir nach hinten gehen, hinterer Fuß zuerst. Vorwärts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rückwärts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch beim Seitwärtsgehen funktioniert das so. Größer gleich. Größer gleich. Wir gehen nicht über Kreuz, weil so können wir nicht kämpfen. Wir brauchen die Kampfstellung, um zu kämpfen. Ja? Wir können das 35 über den Schritt machen, über den Schritt nach vorne machen, über den Schritt nach hinten machen, über den Step machen. Ja, alles möglich, aber wir erhalten die Kampfstellung. Gut. Übung sieht folgendermaßen aus. Ihr steht in der Kampfstellung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist wie so ein, wie eine Uhr um uns herum. Ja? Vorderer Fuß nach vorne, vorderer Fuß zurück. Der hintere Fuß bewegt sich überhaupt nicht. Zur Seite, zurück. Andere Seite, zurück. Nach hinten, zurück. Ja? Wir bleiben im Prinzip stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, auf Zahl. Nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts. Bereit? 1, 2, 3, 4. Und immer zurück in die Kampfstellung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Und immer darauf achten, nur eine Fußlänge. Fußlänge vor und zurück. Fußlänge vor und zurück. Keinen Schritt zu weit machen. Ja? So kann ich auch nicht boxen. Gut, nochmal. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Alles auf der Schrittstellung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und immer zurück in die Kampfstellung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und achtet darauf, Leute, auf den Fußballen. Ja, schön locker in den Knien. Gewicht ist vorne auf den Fußballen. Nochmal ein bisschen näher ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kampfstellung. 1, 2, zurück. 3, zurück. 4, zurück. 1, 2. Ja, und wenn ihr euch lustige YouTube-Videos anguckt, wo immer die ganze Zeit sau viel passiert, vom sau viel passieren und variieren, lernt ihr nichts. Wiederholung ist King. Basics wiederholen ist King. So blöd sich das anhört, das muss ich auch mal sagen, na, das ist nicht langweilig, weil wir müssen was lernen, aber es ist wiederholend. Und zwar oft wiederholen und lange wiederholen und tausendmal wiederholen. Ja, es gibt keinen einfachen Weg, um Boxen zu lernen. Es gibt keinen einfachen Weg, um Muay Thai zu lernen oder irgendeine Kampfsportart zu lernen. Alles ist das sture Wiederholen von Basics. Und zwar so oft, so lange wie möglich. Gut, wir bauen weiter auf. Führhand. 1, 2. Das machen wir jetzt einfach mal im Stand. Ganz einfach gleichzeitig. Hopp, hopp. 10-mal. 1, 2, 3, Fußlänge und Faust raus gleichzeitig. 4 und natürlich zurück. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das geht auch zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal, das ist kein richtiges Boxen, das ist Drill, ja, das ist Grundschule. Ja. Das geht auch nach rechts zur Seite raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nur wenn wir jetzt mit der vorderen Seite zur Seite rausgehen, ist es natürlich Quatsch, wenn wir aus dem Schlag rausgehen. Ja? Der Gegner steht da direkt vor uns und wir schlagen im Prinzip an ihm vorbei durch die Bewegung. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Da schlagen wir eine Schlaghand gerade. Hopp. Hopp. Hintere Faust. Ja? Vorderer Fuß, hintere Faust. Fuß und Hüfte drehen sich mit einem. Papp. Ja? Auf den Fußball mit andrehen. Kann ich zum Körper schlagen oder zum Kopf hochschlagen. Kann ich Uppercut schlagen später. Cross, whatever, aber immer die gleiche Bewegung. Mal zusammen, zur Seite, vordere und hintere Faust. 1, 2, 3, Kampfstellung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Jetzt machen wir diese Übung zusammen. Das heißt, wir sind, haben uns noch nicht bewegt, ist alles noch im Stand. Das sind die Basics des Ausweichens. 1, 2, 3, zu rechts zuerst, 4, schließt ab mit Schlaghand. Also nach vorne, Führhand, nach hinten, Führhand, stehen, nach rechts, Führhand stehen, nach links Schlaghand. Dreimal die linke, einmal die Schlaghand. Vorwärts, rückwärts, rechts und links jetzt in dem Fall. Also zusammen. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schön locker auf den Fußballen stehen, die Linke schön oben lassen. Auch wenn ich es falsch mache, nicht auch falsch machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Gut. Rechter Uppercut, hopp. Linke Hand, hopp. Ich kann Uppercuts und Haken natürlich auch aus der Bewegung herausschlagen. Ja, hopp, hopp. Aber ich habe noch eine bestimmte biomechanische Bewegung dabei, die ich bei der Geraden auch dabei habe, wenn nicht ganz so schlimm. Boom, ja. Die Hüftrotation. Zack. Ja. Manche lassen den Fuß stehen beim Boxen. Ich tue das nicht. Für mich ist das hier jedes Mal eine Scherbewegung im Kniegelenk und deswegen nehme ich den Fuß mit. Ob ich im Sparring im Kampf stehen lasse, das kann ich entscheiden. Aber im Training nehme ich ihn immer mit, um hier eine korrekte Muskelkette zu haben. Ja, reißen, boom. Ja. Und dann habe ich die Gewichtsverlagerung aufs hintere Bein. Nicht ausholen, sondern fallen lassen, direkt unter das Kinn und die Hüfte rotiert. Nochmal, fallen lassen, direkt unter das Kinn, zurück in die Deckung, Hüfte rotiert. Eins, zwei. Das ist jetzt im Stand, das würde natürlich auch in der Bewegung funktionieren. Kein Thema. Ich kann nachher, wenn ich laufen kann, alle Techniken kombinieren. Aber jetzt machen wir es mal trocken. Eins, zwei. Hopp, hopp. Fallen lassen, direkt unter das Kinn, Körper, whatever. Haken schließen ab. Wichtig ist immer, entweder deckt die Faust oder die Schulter, Ellbogen 90 Grad. Das Ganze ist 30 Mal, hinten, vorne. Bereit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Nochmal eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Auch hier können wir dann später die Maltbewegung mit dazu nehmen. Aus dem Rollen heraus arbeiten. Ja? Aber alles basiert auf den Basics. Das ist jetzt ganz krasse Grundschule. Nochmal, zehnmal. Eins, zwei, immer vom Kopf weg. Drei, aus der Deckung. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jawohl. Kompletter Step. Im Stand, in der Bewegung. Nochmal. Eins.
1, 2, zurück. 1, 2, zurück. 1, 2, zurück. 1, 2, zurück. Uppercut Haken im Stand. Führhand, Schlaghand, Rückzug, Uppercut Haken. Gleichzeitig, gleichzeitig, zurückziehen, Uppercut Haken. Nochmal, hopp, hopp. Ganz jetzt nacheinander und deswegen machen wir das jetzt auch nochmal auf Zahl. Zusammenschlagen mit mir. 1, Rückzug, 2, Angriff, Rückzug, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. So, da kommt jetzt noch eine Technik dazu und Leute, ganz klar, da sind wir jetzt schon nicht mehr in der Grundschule. Ja? Anfänger, Leute, wenn eine Übung nicht klappt, wenn ihr denkt, boah, kriege ich gerade tief nicht hin oder was ist das hier? Zurück zum Anfang, Kampfstellung, stehen, alles klar, kannst du überprüfen, Faust raus, Deckung und einfach eine gerade schlagen. Vollkommen egal, bei alle anderen, wo es klappt, mitgehen. Ja? Immer wieder rekapitulieren, schulterbreiter Stand, Füße gerade, Knie locker in der Hüfte, zack, pennen und dann einfach probieren. Die nächste Übung, die machen wir jetzt quasi. Eine Runde, 3 Minuten, locker, flüssig, schnell, sieht folgendermaßen aus. Führhand, Schlaghand und jetzt ziehen wir uns zurück mit der Führhand. Nochmal, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, kann ich auch knicksen und wieder hochkommen. Ja? 1, 2, Rückzug, Uppercut, rausgehen, Haken. Ich kann alles kombinieren, aber jetzt ist es stur im Stand. Hopp, 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 hopp. Führhand, Schlaghand, Rückzug mit der Führhand, aber kein Haken im Stand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diese Kombination schlagt ihr jetzt 3 Minuten. Ihr könnt Zeit lassen zwischen rein und dann nur langsam anfangen und dann schnell. Pap, 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 pap. Ja, wieder schön bewegen. Tat, 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 tat. Ja. Wichtig ist, Fuß und Hüfte mit eindrehen beim Haken und natürlich auch Fuß und Hüfte beim Uppercut. Und schön vom Kopf weg. 3, 4, 5. Nochmal. 1, 2, Rückzug. 4, 5. Angriff, Rückzug. 4, 5. Diese Kombination. 3 Minuten. Bereit machen. Schön locker und schnell die Fäuste jetzt. Ja, Fäuste sind geschlossen, aber locker.
immer wieder Kampfstellung überprüfen und aus der Bewegung heraus arbeiten. Beinarbeit ist zentral. Nächste Runde, beziehungsweise lassen wir mal die Technik sein. Könnt kurz was trinken. Natürlich nie zu viel trinken. Nur ein Schluck Wasser. Ich brauche es einfach bloß, weil ich so viel laber. Was wir jetzt machen, sind 3x3 Minuten Schattenboxen. Frei. Ja? Einfach Technik ausprobieren, schön locker, pap, pap, pap. Schattenboxen, alle Techniken aus der Kampfstellung, alles was es so gibt. 3 Minuten Schattenboxen, aber wir wollen auch noch ein bisschen das Herz-Kreislauf-System trainieren, Kraft und Ausdauer und solche Geschichten. Hoppala, zurückschalten, jawohl. Und deswegen machen wir bestimmte Übungen während dem Schattenbox, das heißt, ich sage eine Zahl und wenn ich sage 10, dann wiederholt ihr die Übung 10 Mal, wenn ich sage 5, wiederholt ihr die 5 Mal, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, whatever. Die erste Runde macht ihr Burpees. Burpee ist eine ziemlich komplexe Übung, ist kein Anfängertraining, wenn ihr es nicht könnt, geht einfach runter, also das ist jetzt für Anfänger, die keinen Burpees gemacht haben, noch nie und so weiter, also hier nicht trainieren, weil wenn ihr hier trainiert bei den Tagungs, dann macht ihr Burpees und könnt sie auch. Ist einfach runtergehen, Liegestütz machen, hoppala, und wieder aufstehen. Ja, kein Thema. Und dann einfach weiter Schattenboxen. Ansonsten Burpee ist wichtig, gerade Rücken nach unten, hoppala, machen und hochspringen. Und immer boom, auf dem Fußball entspannt landen. Möglichst schnell, kräftig und explosiv. 2 Burpees, 3, 10, 10. Ja, in 3 Minuten. Das ist die erste Runde. Die zweite Runde, auch Schattenboxen, bum, 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 Squat Jumps. Sehen folgendermaßen aus. 1, 2, 3. Aus der Kniebeuge springen, zurück in die Kniebeuge. Wenn ich sage 5, 5, wenn ich sage 2, 2, wenn ich sage 10, 10. Squat Jumps, 3 Minuten. Die dritte Runde. Ist ganz einfach, da sage ich an, Liegestütz oder Ausfallschritt. Ja, ich sage eine Zahl, 10 Liegestütze, macht ihr 10 Liegestütze. Dann sage ich 10 Ausfallschritte, macht ihr 10 Ausfallschritte. In den Pausen wird immer Schattenboxen gemacht. Ja? Und auch wenn die Arme müde werden oder ihr fertig seid oder sonst irgendwas, keine Fehler. Das heißt, Fäuste bleiben am Kopf oben, Ellenbogen am Körper, Kampfstellung, Fußgrad, Kniegrad, locker in den Knien stehen. Das ist die Aufgabe. Ansonsten, Leute, bewegen, 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 bewegen. Ja, ist ja zum Bewegen hier nicht so viel denken. Okay, bereit? Schattenboxen, erste Runde, Burpees.
10. Kniebeuge nach oben springen, so oft wie ich sage. Auch noch Sandlocks. Direkt in die Kampfstellung bei der Schattenboxen. Dritte und letzte Runde. Entweder Liegestützen oder Ausfallschritte. In der Zahl, in der ich sage. Ja? Liegestützen, Ausfallschritte. Pausen nutzen. Ja, wir arbeiten hier mit der kubanischen Runde. Das heißt, 3 Minuten arbeiten, 45 Sekunden Pause. Nicht 60, sondern 45 Sekunden. Bereit, noch 5. Zehn, Liegestützen.
10 Ausfallschritte. Fäuste am Kopf oben lassen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und weiter Schattenblocks. Auch wenn die Arme müde werden, Fäuste am Kopf oben. 10. Liegestützen. 4, 5, 6, 7, 8. Schattenboxen. Zehn Ausfallschritte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schattenboxen. Meiden. Blocken, ausweichen, da anschlagen, Uppercuts und Haken. 10, Liegestützen. 10, Ausfallschritte. 100 Sit-Ups machen, Rücken machen, Rumpfmuskulatur trainieren, Pipapo, machen wir auch alles hier, aber für heute soll es gut sein. Das heißt, es ist drei Runden nach 10 Minuten richtig gut gepowert. Top für alle, die durchgehalten haben, überhaupt. Leute, Respekt, mitmachen, anfangen, durchziehen. Darum geht es beim Sport. Disziplin, nicht denken, oh, ich kann das nicht. Was man nicht kann, das lernt man. Dafür sind wir da. Wir bringen euch das bei, wir bringen es jedem bei. Ja, das ist einfach so, kann jeder lernen, der es lernen will. Aber man muss es halt durchziehen. Man muss es anfangen, machen, durchziehen, nicht aufgeben. Jetzt noch ein bisschen Cooldown, um Kreislauf wieder ein bisschen runterzubringen. Ganz einfach hier nochmal ein bisschen hüpfen und einfach alles auslockern. Ja. Wir versuchen immer entspannt zu sein, alles ganz locker und wir haben nur Spannung in dem Moment, wo wir schlagen. In dem Moment, wo wir locker, 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 locker treffen, ist Anspannung. Locker, 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 locker zurück. Ja, boom. Ja, das ist explosiv. Alles ganz locker und nur Anspannung, wenn wir es brauchen. Wir werden getroffen. Boom. Ja, wir sind locker, wir sind locker. Wir müssen blocken. Ach. Anspannung, Entspannung. Ja, jetzt alles auslockern. Füße auslockern. Alles auf dem Fußball, Fußball stehen, wichtig. Arme auslockern. Schultern nach unten werfen, nach vorne, nach hinten, alles ganz locker. Und mal die Arme nach vorne ausschütteln. Hochkommen. Jawohl. Gut. Damit sind wir am Ende von einer Stunde Boxen. Auch wenn drauf stand Basics, das, was wir gemacht haben, das waren schon keine Basics mehr. Das war schon sehr fortgeschrittenes Training am Ende. Meiner Meinung nach gibt es da keinen Unterschied. Anfängern schadet es nicht, wenn sie auch mal überfordert werden. Fortgeschrittenen schadet es überhaupt nicht, weil die werden auch überfordert. Aber Grundlagen zu wiederholen, das ist zentral.
Wichtig ist, egal mit was ihr anfangt, wenn ich was nicht kann, wenn was nicht funktioniert, gehe ich einfach einen Schritt zurück und mache mit dem weiter, was ich kann. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, wenn Seilspringen nicht funktioniert, dann mach Skipping. Ja, aber immer wieder versuchen. Immer wieder versuchen. Man kann nichts falsch machen, solange man auf die grundlegende Basis achtet. Und das ist die Kampfstellung. Ja, deswegen die immer wieder überprüfen. Ganz einfach. Füße gerade, Knie gerade, locker, Hüfte gerade, Kinn unternehmen, Ellenbogen locker am Körper. Kinn ist unten, Jochbein, Augenhöhe leicht drüber und alles locker entspannt. Wenn das funktioniert, kann man alles drauf aufbauen. Deswegen natürlich empfehle ich natürlich nicht, nur Video oder YouTube oder irgendeinen Quatsch zu machen. Das ist ein Notbehelf, was wir hier tun. Richtig lernen, richtig lernen. Tut ihr das nur im Gym unter Anleitung eines guten Trainers, einer guten Trainerin. Ja, insofern gibt es dazu keine Alternative. Wenn es euch Spaß gemacht hat und denkt, hey cool, ja, kommt vorbei, trainiert mit uns mit. Sobald wir wieder aufmachen dürfen, kann man bei uns auch wieder Probetraining machen, also im Rahmen der Möglichkeiten, ne, kein Thema. Dann einfach anfangen, Boxen ist ein cooler Sport, Thai-Boxen ist ein cooler Sport, klickt ihr alles bei den Tarifen an. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Oder an welchem Tag ihr auch immer diese Trainingseinheit macht. Machen, nicht anschauen. Anschauen ist für den Arsch. Machen. Okay, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.